Hallo Pferd. Oh, hallo Pferd 2. Okay, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Ja, wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Ich weiß nicht, haben wir überhaupt was da zum Ablenken? Gegner sind hier, ich glaube mal vor euch keine. Richtig viele Flaschen. Leider leere Flaschen. Hier hinten haben wir auch nichts. Okay, ich habe gesehen, rechts können wir in die Türe rein. Weiß nicht, soll ich mal hier die Lampe ausmachen? Weil es dann doch irgendwo Gegner auftauchen. Geht es theoretisch auch rein. Schauen wir noch, ob irgendwo was Besonderes rumliegt. Hat jemand geredet? Hat was gesagt? Ich meine, die hat irgendwas gesagt, aber vielleicht ist es nicht ganz so wichtig. Scheiße. Ich sehe nach, was da hinten ist. Ja, theoretisch ist ja die Frage. Wenn da genug Flaschen okay, da. Okay, das geht. Aber wenn es ein bisschen Lärm macht. Schauen wir mal, kann man von innen aufmachen. Was ist hier los? Für die Lady. Dieses ganze Elektronikzeug. Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Aber warum hat er es mir verheimlicht? Ja, jetzt kommen hier die Geheimnisse raus. Im Schrank haben wir nichts. Huh. Eugene Linden. Definitiv Eugenes Hütte. Kannst irgendwie wenden. Er war ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal ein Denver gesprengt hat. Tötete 3 Soldaten. Und 2 Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Bisschen blöd, sobald ich mich wegdrehe und die noch weiter redet, hört man kaum was. Deshalb schauen wir jetzt nochmal ganz kurz da hinten hin. Ob wir was in der Ecke übersehen haben. Nee, sieht ganz gut aus. Hier hinten war nichts. Da ist schon mal noch eine kleine Kammer. Aber dann hier ist Schönes. Sammelkarte. Okay, sah ja aus wie ein Kaugummi. Alter, eine PlayStation 3. Das waren noch Zeiten, du. Ganz schön verstaubt. Ja. Weckt Erinnerung, was liegt hier? Uncharted 2. Oder? Uncharted 2 Among Thieves. Okay. Dann bin mir nicht ganz sicher. Drunter hat vielleicht noch Teil 1. In den anderen Teilen. Oder The Last of Us wäre jetzt ganz lustig gewesen. Habe ich ja damals auch noch zu PS3-Zeiten gezockt. Und dann, wo das Remaster draus kam, habe ich mir gedacht, ja, brauche ich ja nicht unbedingt. Ich habe es ja schon gespielt, nur dass es ein bisschen besser aussieht. Aha. Hier sieht man auch nochmal hier das Firefly-Zeichen im Hintergrund. War da noch was? In die Notiz. Eugene. Bitte komm nach Hause, wenn die Fireflies die Welt retten wollen, lass sie doch. Lass er ließ seine Familie zurück und ging zu den Fireflies. Krass. Eugene. Okay, ist natürlich ein bisschen cool, wenn sie dazwischen rein quasselt, aber das war so der grobe Text. Ah, das war wohl die eine Türe hier.
mein, lohnt es sich hey, jetzt? Hey, da ist ein Generator. Kann man noch hier schön was machen, Strom einschalten und dann? Schon besser. Oh, wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Also ich weiß noch damals, an dem ersten Generator in The Last of Us 1, an dem ersten hat uns doch dann, glaub ich, beim Versuch, den Generator anzumachen, von hinten so ein Runner angegriffen. Ich glaube, war kein Klicker. Ich habe mich so zu Tode erschrocken und jeder weitere Generator in dem Spiel, ich hatte so Schiss und es kam nie mehr. Also die anderen Generatoren konnte man, glaube ich, alle ohne Probleme starten. Aber ich habe immer gedacht, zugleich greifen wir was von hinten an. So, wir haben hier eine Knarre dabei. Okay. So. Verbesserungen, wir können mal reinschauen. Wenn wir die Knarre nehmen, Feuerrate erhöhen. Ich gucke mal auf die Punkte. Stabilität ist natürlich gut. Rückstoß ist eigentlich auch ganz gut. Magazinkapazität, ja, geht einigermaßen. Sollen wir mal Stabilität machen. Okay, wir müssen halten. Oh, hier ist ein Trophäe. Hat schon ein bisschen gewundert, dass wir bis jetzt noch, glaube ich, gar keine bekommen haben. Ja, das wird gehen. Ja, leider haben wir jetzt keine Punkte mehr. Aber hier eigentlich so relativ dasselbe. Wir können Zielfernrohr zum Beispiel hinklatschen. Schaden. Ersetze den Lauf, um stärkere Schüsse abzufeuern. Okay. Natürlich ganz cool. Das kann man machen bei Untersuchen. Können wir uns halt so ein bisschen anschauen. Okay. War auch nicht so krass. Können auch reinzoomen. Da sieht man hier die Gravur noch so ein bisschen. Modell 461. Ne, 401. Aber ansonsten so von den anderen Seiten oder so. Kann man leider nichts anschauen. Das Gewehr total vergessen. Ellie, sieh auf den Boden. Ah. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Hier nicht. Ja, schon ein bisschen seltsam aus. Also wenn ich mich hier in die Mitte stelle, sieht es aus, als könnte man durchkrachen. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt irgendwie eine Luke suchen? Gerade auch so unterm Teppich oder so, oder suchen wir einfach eine Treppe nach unten? Haben wir hier drüben eigentlich noch? Hier funkelt es auch durch. Na los. Ich bin mir unsicher, ob ich tippen muss. Also immer tippen, wiederholt oder gedrückt Was halten. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Ein Liebesnest möchte ich jetzt auch nicht unbedingt vorfinden. Sondern eher so ein Nerdlabor. Oh, oder Drogen. Oh mein Gott. Das ist Gras. Ja, futztrockenes Gras. Das erklärt einiges. Hallöchen. Wird ja ganz schwindelig. Können wir hier irgendwelche Sachen einpacken? So Gras? Komm ich hin? Hey, er hat solche Videokassetten. Huh. Wissen die überhaupt noch, was das ist? Der Schwanz des Wolfs. Was? Smash Brandy's Cooch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Ich dachte schon, also der erste Titel war schon so ein bisschen pornorös. Aber der zweite? Ah, was haben wir denn hier? Bonggasmaske? Dina! Eine Gasmaskenbong. Er war so schlau. Eine Gasmaskenbong. Eugene, bei dem läuft doch irgendwas falsch, oder? Haben wir hier drin? Ach.
Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Ich gedacht, ich schmeiß es auf den Boden. Okay. Es... Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Woher weiß sie das? Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Wieso tun wir es einfach nicht gleich? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6.